Diese Woche beginnt lustig. Ja, vielen Dank auch an Team Low Carb an dieser Stelle. Aber es ging natürlich auch mit normalem Sport für uns weiter diese Woche, wie ihr hier sehen könnt. Und während die einen schwitzen, freuen sich die anderen und packen ihre Koffer, weil sie in den Urlaub fahren. Was sie mitnimmt in den Urlaub, das zeigt euch jetzt Jana. Natürlich, was wäre der Urlaub, ja, beim Bikini-Battle ohne unser T-Shirt? Das kommt also auf jeden Fall mit. Ich nehme die Produkte mit, und zwar einmal die Aktivphase. Die nehme ich ja im Moment jeden Tag eine Kapsel. Und falls im Urlaub mein Hunger doch zurückkehrt, nehme ich auch was von der Einstiegsphase mit, nämlich zwei Pakete, damit ich gut gewappnet bin. Das kommt alles rein. Da ich mich auch im Urlaub wiegen muss, weil ich länger bleibe als eine Woche, kommt unsere Waage mit. Ja, es ist irre, ich verschwende 2 Kilo nur für die Waage. Die Waage packe ich auf jeden Fall ein. Dann habe ich mir für den Flug eine Zeitschrift gekauft. Es geht natürlich auch um Abnehmen und Gesundheit. Zusätzlich brauche ich Sportsachen, weil wir jeden Tag Sport machen und das kann ich im Urlaub auch nicht aussetzen. Darum habe ich eine schwarze lange Sporthose und dann so eine kurze, beide von H&M. Die kommen auf jeden Fall mit. Passend zu den Sporthosen nehme ich auch meine Sportschuhe mit. Und wenn ihr auch manchmal Bock auf Fast Food habt, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Sonntag, und ich habe mir heute Pizza bestellt, weil sonntags ist nämlich immer mein schlimmer Tag. Den gönne ich mir halt einmal in der Woche. Das ist bei uns jetzt so Brauch geworden. Und es ist aber keine gewöhnliche Pizza, und deswegen dachte ich, es ist vielleicht interessant für euch. Übrigens, dieser Schlemmertag, der gilt natürlich für die gesamte Gruppe und nicht nur für mich alleine, ja? Also, das ist eine ganz normale, es ist eine Pizza aus der Pizzeria, die wir bestellt haben. Wie ihr sehen könnt, ist das eine vegetarische Pizza. Und, was fällt euch auf? Genau, ich habe nämlich keinen Käse. Also, es ist eine Pizza ohne Käse, dafür mit Olivenöl, Knoblauch und etwas Tabasco. Und einen Salat habe ich mir ebenfalls bestellt, allerdings ohne Dressing, das habe ich mir nämlich selber drauf gemacht. Ja, und das ist mein Abendessen für heute. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Woche der anderen Teams gewesen ist und wie mein Team diese Woche abgenommen hat und wer nächste Woche eine furchtbare Strafe auf sich nehmen muss, dann schaut doch bitte jetzt diesen Sonntag bei InEarth YouTube hier auf YouTube vorbei, und wir sehen uns bis bald.